3D-Drucker sind mittlerweile ja langsam im Consumer-Bereich angekommen. Ein bisschen gruselig ist dann schon die Vorstellung, dass es eine Firma in den USA, wo auch sonst, geschafft hat, eine Pistole zu drucken. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Rekordverdächtig, das Format über kuriose Weltrekorde und einzigartige Fakten. Ist ja jetzt schon ein bisschen was her mit der letzten Ausgabe, aber ich habe vor, Rekordverdächtig jetzt einmal monatlich zu bringen, wenn es zeitlich alles passt. Das Animieren frisst immer ordentlich Zeit, aber muss halt gemacht werden. Sähe schließlich irgendwie doof aus, wenn ich hier wie ein gelähmter Bauchredner stehen würde. Wobei, hat was. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem ersten schrägen Weltrekord. Die allererste Webcam wurde im Jahr 1991 in Betrieb genommen, allerdings nicht für Videotelefonie oder was man halt noch so Ungezogenes mit einer Webcam anstellen kann, Let's Plays und so. Nein, der Grund, warum Informatiker der Universität Cambridge eine Kamera mit einem Computer verbanden, war eine Kaffeekanne. Mit der Webcam konnten alle Kollegen im Büro vom Computer aus sehen, wann frischer Kaffee fertig war. Von November 1993 bis zum Jahr 2001 sendete die Kamera dieses spektakuläre Live-Bild sogar ins Internet. Damals, Kinder, da gab's noch keine 24-Stunden-Gaming Livestreams auf Twitch. Damals, da haben wir Kaffeekanne geguckt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Stan Lee, der Typ, der so gut wie jede coole Figur im Marvel-Universum erschaffen hat. Der mittlerweile 92 Jahre alte Stan ist außerdem der erfolgreichste Cameo-Schauspieler. Er taucht in insgesamt 19 Filmen auf, deren Stories auf seinen Comicbüchern basieren. Zum Beispiel X-Men, Spider-Man, Iron Man und viele mehr. Dort hat er immer kleine Gastauftritte, die nur einmal ganz kurz erscheinen und diese sind immer ein besonderes Highlight für seine Fans. Kommen wir nun zu einem richtig verfressenen Tier. Ups, nee, scheiße, falsches Bild. So. Die Raupe des nordamerikanischen Seidenspinners frisst im Verhältnis zum eigenen Körpergewicht so viel wie sonst kein anderes Tier. In den ersten 56 Tagen ihres Lebens verputzt die Raupe einfach mal das 86.000-fache ihres Gewichtes. Auf den Menschen übertragen würde das bedeuten, dass ein Durchschnittsbaby mit einem Gewicht von 3,5 Kilogramm in seinen ersten beiden Monaten 2 Blauwale essen würde. Dass die Raupe bei dem enormen Appetit überhaupt ein flugfähiger Schmetterling wird, Respekt. Bei Jetpacks denkt man sofort an cooles Herumfliegen, womit man überdurchschnittlich schnell von A nach B kommt. Den Rekord für die längste Strecke, die mit einem Jetpack zurückgelegt wurde, hält eine britische TV-Moderatorin. Mit einem Wasserjetpack flog sie 4 Stunden und 45 Minuten eine Strecke von 36,5 Kilometern. Mit 7,7 km/h ist die Realität somit also deutlich lahmer als die coole Vorstellung davon. Okay. 3D-Drucker sind mittlerweile ja langsam im Consumer-Bereich angekommen. Ein bisschen gruselig ist dann schon die Vorstellung, dass es eine Firma in den USA, wo auch sonst, geschafft hat, eine Pistole zu drucken. Die Knarre war sogar stabil genug, 50 Schüsse abzugeben, bevor sie den Geist aufgab. Stelle mir das nur in der Praxis im Krieg beispielsweise etwas schwierig vor. Hilfe, wir werden angegriffen, wir brauchen Nachschub. Okay, Nachschub kommt. Und dann erstmal eine gute Stunde auf den Druck warten. Ich weiß ja nicht. Das war's mit dieser Folge von Rekordverdächtig. Wenn's euch gefallen hat, klickt doch kurz auf den freundlichen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch Cooles mit einem krassen 3D-Drucker drucken würdet. Links kommt ihr zur letzten Folge Rekordverdächtig. Rechts zur aktuellen Ausgabe von Sag doch mal, wo ihr noch Kommentare für die nächste Folge schreiben könnt. Folgt mir doch bei Facebook, Twitter und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Dann bei einer neuen Folge von Sag doch mal. Haut da rein, euer Haki.